Liebe Zuschauer, KKM aktuell, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Ich verspreche Ihnen, es wird sportlich. Das sind unsere Themen. Für die heutige Sendung, liebe Zuschauer, habe ich mir Verstärkung dazu geholt. Wir holen jetzt jemanden ab, der ganz neu am Brüderkrankenhaus eine sehr spannende Funktion innehat. Wir treffen uns jetzt mit Daniel Nauroth. Daniel. Hallo Tom, herzlich willkommen in Montabaur. Hallo, ja, herzlich willkommen auch dir in unserer Sendung. Wir schlendern mal ein wenig über den Campus, über den Gesundheitscampus und reden zunächst einmal über dich. Du bist in einer neuen Funktion hier jetzt am Brüderkrankenhaus, die sich Klinikmanager nennt. Genau, das ist richtig. Was bedeutet das? Ja, der Klinikmanager ist eigentlich eine neue Funktion auch für das KKM, die etabliert worden ist. Es dient einfach dafür, dass man jemanden hat, der für den Standort operativ in Verantwortung ist, Ansprechpartner ist für alle Mitarbeiter. Und wenn man es mal aus dem Englischen übersetzt, einfach den Standort führt, operativ weiterentwickelt, für organisatorische, administrative zuständig ist und versucht, ja, den Standort zusammenzuhalten und mit den Mitarbeitern den Standort auch weiterzuentwickeln. Und was ganz spannend ist, du bist nicht ganz neu bei uns, sondern du warst vorher schon bei uns, also ein Eigengewächs, das die Funktion übernommen hat, richtig? Ja, ich bin quasi ein geborener Mitarbeiter in der BBT-Gruppe und bin seit 2016 dann auch im KKM unterwegs. War 2016 habe ich gestartet, Stabsstelle Unternehmensorganisationsentwicklung, habe dann relativ schnell auch die kaufmännische Leitung fürs Therapiezentrum übernommen und habe so auch meinen Weg gemacht, habe auch so schon viele Leute im KKM kennengelernt, auch gerade hier in Montabaur, aber natürlich aus beratender Tätigkeit heraus. Und kommen wir jetzt natürlich in eine ganz andere Perspektive, auch was die Themen angeht und auch mitverantwortlich dafür, die Themen zu sein und mit nach vorne zu treiben. Wir sprechen gleich noch viel mehr über das Brüderkrankenhaus hier in Montabaur. Jetzt wollen wir erstmal auf das erste Thema blicken. Das KKM ist starker Partner des Sports bei unterschiedlichen Sportarten. Zum Beispiel bei den Baskets in Koblenz, bei den Tischtennisprofis in Grenzau, aber auch, ganz spannend, bei den Footballern der Fighting Farmers in Montabaur. Wir wollen in einer kleinen Serie die Vereine vorstellen. Den Beginn machen heute die Farmers. Wir sind ein American Football Verein, seit 1992 in Montabaur ansässig und eigentlich seitdem stark vertreten und stolz drauf. Also wir haben ein unglaublich familiäres Verhältnis hier. Das heißt, also wir haben von jung bis alt eigentlich alles dabei. Die Stimmung ist immer super. Wir können auf die Fans zählen, egal ob Sieg oder Niederlage. Und das ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Arbeit ist für uns sehr, sehr wichtig, weil wir so ein bisschen auch der Exotenverein sind, einfach weil wir nicht in einem der Ballungszentren sind, sondern halt so ein bisschen abgelegen. Deswegen legen wir sehr viel Wert auf Jugendarbeit und dürfen aktuell 4 Jugendteams zählen, worauf wir sehr stolz sind. Sponsoren sind natürlich wichtig, die machen es überhaupt erst möglich, dass wir den Sport ausüben können. Wir haben dankbarerweise sehr, sehr gute und langjährige Partner, wie zum Beispiel auch das Katholische Klinikum. Und da sind wir unfassbar dankbar für und können deswegen überhaupt den Jungs das ermöglichen. Und auch natürlich den Fans.
Die Fighting Farmers, eine tolle Truppe und wir werden auch weitere tolle Sportler in den nächsten Sendungen hier bei uns vorstellen. Jetzt stehen, Daniel, wir zwei vor dem neuen Gesundheitszentrum hier am Brüderkrankenhaus. Ist unfassbar schnell gewachsen, muss man dazu sagen, in den vergangenen Wochen. Was entsteht hier? Ja, wie wir sehen, sehr lebendig momentan ein Gesundheitszentrum bei uns auf dem Campus hier in Montabaur. Der Projektentwickler, die Imprinzip GmbH, wird hier gemeinsam mit uns dieses Gesundheitszentrum errichten. Diverse Facharztpraxen werden auf 4 Etagen untergebracht sein. Wir werden eine Apotheke, ein Café im Gesundheitszentrum Montamedicum vorhalten können und somit auch einfach für die Versorgung hier vor Ort, für die Stadt, für die Verbandsgemeinde, für die Region in super Zusammenarbeit mit dem Klinikum herstellen können. Das Klinikum, der Standort, er wächst weiter. Und wenn ein Standort wächst, dann braucht er auch starkes Personal. Das haben wir und trotzdem suchen wir immer wieder neues Personal, vor allem im Bereich Pflege. Wir haben dort was ganz Neues kreiert und zwar das Flex-Team Pflege am KKM. Das heißt, Sie sind Pflegekraft, Sie sagen uns, wann Sie arbeiten möchten und können und wir begrüßen Sie bei uns im Team. Mehr dazu gibt's jetzt. Mein Name ist Barbara und ich bin Mama. Manchmal bin ich auch Krankenschwester. Und zwar immer dann, wenn ich kann. Immer dann, wenn ich weiß, der Kleine ist gut aufgehoben. Hi, guck mal, wer ist denn da? Hallo. 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 Ciao. Ciao. Ciao, Mama. Ich arbeite als Krankenschwester im katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur. Mein Einsatzgebiet ist das Brüderkrankenhaus in Montabaur. Hier gehöre ich zum Flex-Team Pflege. So kann ich Mama und Krankenschwester sein, ideal unter einen Hut bringen. Mein Name ist Ulrike Bergmann. Ich bin Stationsleitung am Brüderkrankenhaus in Montabaur. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Dass Kollegen mal ausfallen, auch kurzfristig, passiert. Auch wir werden mal krank. Das passiert auch schon mal über Nacht. Wenn auf der Station jemand ausfällt, bringt das Team schnell an seine Grenzen. Früher haben wir kaum eine Chance gehabt, kurzfristig Ersatz zu bekommen. Heute ist das anders. Mitarbeiter des Flex-Team Pflege werden dort eingesetzt, wo der Bedarf am größten ist. Im Flex-Team Pflege sage ich dem Krankenhaus, wann ich arbeiten kann, nicht umgekehrt. Ich suche mir meine Arbeitstage und Zeiten selbst aus. Manchmal auch nur für ein paar Stunden oder auch am Wochenende. Einfach so, wie ich als Mama Zeit habe. Oder als Studentin, wenn ich an der Uni wäre. Das Krankenhaus garantiert mir, dass ich zu den vereinbarten Zeiten auch arbeiten kann. Und es öffnet mir die Tür zur Übernahme, wenn ich später wieder mehr Zeit habe. Eingesetzt werde ich im Flex-Team Pflege auf unterschiedlichen Stationen. Da bleibe ich auch fachlich fit. Eine Win-Win-Situation für alle. Ich kann mir meine Arbeitszeit frei gestalten. Und den Kollegen helfe ich, weil ich flexibel eingesetzt werden kann, wenn jemand ausfällt. Verlässlich als Mama, flexibel als Kollegin. Wenn das auch was für Sie ist, dann bewerben Sie sich. Übrigens, das Modell passt auch für Studierende. Unsere nächste Station bei unserem Rundgang über den Gesundheitscampus hier in Montabaur, lieber Daniel, ist etwas, was schon sehr fertig aussieht, weil es jetzt auch sehr zeitnah in Betrieb gehen wird. Eine neue Kita in Zusammenarbeit mit der Stadt Montabaur. Erzähl ein bisschen was über das, was wir hinter uns sehen. Ja, ganz genau. Also der Live-Betrieb wird nicht stattfinden, sondern seit 2 Tagen hat er stattgefunden. Nach Beendigung der Sommerferien ist die Kita hier Peterstor in den Eschbetrieb gegangen. Wir haben hier in der Trägerschaft der Stadt Montabaur 75 Plätze für die Kinder, wobei auch 15 Plätze für das KKM vorgehalten werden. Ja, und wie man sehen kann, ist es wirklich eine super Anlage und auch in einer Synergie, in einem Gesundheitscampus spielt auch die Versorgung der Kinder, auch von unseren Mitarbeitern, eine wichtige Rolle. Eine absolut wichtige, deswegen gibt es zum Beispiel in Koblenz die Kita Marienkäfer schon seit ganz, ganz vielen Jahren unseres Klinikums. Und es gibt auch eine Mitarbeiterin, die zu den Kindern dieser Kita einen ganz besonderen Bezug hat, Renate Brest. Sie war 45 Jahre Mitarbeiterin unseres Hauses und wir waren bei ihrer Verabschiedung mit dabei. Vielen
Viele bewegende Worte und Momente, viele Impulse, im großen Plenum, aber auch im ganz persönlichen Gespräch. An einem Nachmittag voller Emotionen hat sich Renate Brest nach 45 bewegenden Berufsjahren vom katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur verabschiedet. Zuletzt als stellvertretende Hausoberin aktiv, hat sie die Dienstgemeinschaft des Klinikums maßgeblich mitgeprägt. Selten hat die Formulierung wohlverdienter Ruhestand so zugetroffen wie bei Renate Brest. Es ist eine lebendige Frau, die das Herz am richtigen Platz hat. Und die Wertschätzung, die ihr heute entgegengebracht wurde, die zeigt eigentlich, dass sie die Frau an dem richtigen Ort war, zur richtigen Zeit. Und passend zum Anlass möchten wir dir jetzt noch ein Lied singen. Wir sagen heute auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Wir sagen heute auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Die Verabschiedung von Renate Brest hatte zunächst sehr bewegend mit einem Dankgottesdienst in der Mutterhauskirche am Marienhof begonnen. Die Kinder der KKM-Kita Marienkäfer sangen zum Abschied Lieder. Viele berührende Worte machten schon da deutlich, wie wichtig Renate Brest für die Entwicklung der Dienstgemeinschaft und auch für das Zusammenwachsen der drei Betriebsstätten war. Ich habe ja sehr viele persönliche Gespräche auch als Trägervertreterin mit ihr gehabt in ihrer Arbeit im Direktorium. Und ich selber habe sie immer als wirklich einen Menschen erlebt, der bereit war, miteinander Dinge zu besprechen, Probleme zu lösen, für die Menschen einzutreten, einfach da zu sein. Musikalisch gestaltet wurde die Verabschiedung in der Cafeteria des Marienhofes vom Chor des Bildungscampus Koblenz unter der Leitung von Mario Becker. Der Chor hatte unter anderem ein Lied mit eigens für Renate Brest erstelltem Text gesungen, in dem es unter anderem hieß, nach 45 Arbeitsjahren, die erfüllend und gehaltvoll waren, steht der große Tag jetzt vor der Tür. Das KKM verneigt sich still, weil es dir sagen will, unseren Hut, den ziehen wir vor dir. Das KKM verneigt sich still. Ich habe sie als sehr nah am Menschen erlebt, in schwierigen Fragen immer pragmatisch rangehend, sehr mit einem kulturell-ethischen Kompass, mit dem sie unterwegs war und das versucht hat, ins tägliche Leben zu übersetzen in der Dienstgemeinschaft. Renate Brest hatte bereits in den Einladungskarten für ihre Verabschiedung eine wichtige Botschaft gesandt. Es wird Zeit für das, was war, Danke zu sagen, damit das, was werden wird, unter einem guten Stern beginnt, stand dort geschrieben. Sehr passende Worte für eine sehr herzliche Verabschiedung. Also es war für mich sehr, sehr bewegend. Es war ganz toll heute, also dass so viele Kolleginnen und Kollegen kommen und mir so einen schönen Abschied hier gestalten. Da bin ich ganz tief gerührt. Renate Brest, ein besonderer Mensch, der viele Spuren hinterlässt am katholischen Klinikum. Renate Brest, eine wirklich sehr beeindruckende Kollegin. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir sind auf unserem Gesundheitscampus an der nächsten Station angekommen, Daniel. Es gibt so viel zu schauen aktuell. Lebendig. Das hier ist das jüngste Baby. Es war gerade erst vor kurzem der Spatenstich für ein neues Parkhaus. Bitte erkläre, was entsteht hier und vor allem warum. Genau, wir hatten vor 2 Wochen den Spatenstich für unser Parkhaus gehabt, das auf der Fläche hier am Brüder Krankenhaus in Montabaur entstehen wird. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Es war halt einfach so, dass wir aufgrund der ganzen Bauthemen, Entwicklung hier am Standort auch, was die Leistungszahlen angeht, das medizinische Portfolio, einfach die Parkfläche nicht mehr ausreichend war. Und wir sind da wirklich fest der Meinung, dass professionelle Medizin, Pflege und Therapie ebenso auch ein professionelles Umfeld halt brauchen. Da gehören nun mal auch unter der Annahme des Gesundheitszentrums ein möglichst großer Parkraum dazu. Und deswegen wird hier an der Fläche bei uns im Gesundheitscampus ein Parkhaus entstehen mit 330 Parkplätzen auf 8 Halbetagen verteilt. Es gibt auch, wir hatten eben im Beitrag zuvor die Kita gesehen, 10 Kiss-and-Ride-Parkplätze. Das bedeutet, dass die Eltern die Möglichkeit haben, auf diesen 10 vorreservierten Parkplätzen ihre Kinder morgens zu bringen und nachmittags auch wieder abzuholen, was auch wieder für super Synergien einfach steht. Was vielleicht auch
ein relativ wichtiger Aspekt des Parkhauses ist, ist, dass wir gemeinsam mit der Stadt Montabaur, mit der Verbandsgemeinde Montabaur und auch aus unserem Selbstbild heraus, auch BBT-Gruppe und KKM, was Gutes für unser Ökosystem machen. Und zwar haben wir auf dem Dach des Parkhauses eine Photovoltaikanlage, wird installiert sein, wo wir einfach für den Eigenbetrieb Ökostrom generieren können. Und man muss dazu sagen, das Parkhaus wird nicht aussehen wie ein Parkhaus. Also man kann erkennen, dass es eins ist, aber es ist nicht ein klassischer Betonklotz, sondern es ist schon ein bisschen gestaltet. Und das da kann man sich optimal ins Stadtbild einpassen. Genau, da kann man sich drauf freuen. Worauf wir uns auch ganz besonders freuen, liebe Zuschauer, ist der 12. und 13. Oktober. Denn dann findet in Koblenz die deutsche Meisterschaft im Sitzvolleyball statt. Und bei uns am KKM arbeitet ein Kollege, der die maßgeblich organisiert. Der ist selbst Nationalspieler. Und dass wir einen ganz besonderen Bezug haben zum Sitzvolleyball, das möchten wir Ihnen heute mal zeigen. Sitzvolleyball ist wahrscheinlich mit die schnellste Mannschaftssportart der Welt, zusammen mit Eishockey vielleicht. Es ist ja eine Volleyball-Variante, das Feld ist kleiner, es sind 6 Spieler auf dem Spielfeld. Man muss im Sitzen spielen, man muss Bodenkontakt haben beim Ballkontakt und dadurch wird es alles sehr, sehr schnell. Dazu ist es noch eine Möglichkeit für Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung gemeinsam eine Ballsportart auszuüben. Das, denke ich, sind die beiden interessanten Komponenten am Sitzvolleyball. Die Geschwindigkeit und die Inklusion. Konzentration. Wir müssen jetzt nicht das Ass schlagen, wenn wir davor auch einen Aufschlagfehler hatten. Mehr Kommunikation. Gestern war das Spiel sensationell. Und jetzt gehen wir runter. Ja, es gibt keinen Grund. Ja, der persönliche Bezug zum Sitzvolleyball kommt eigentlich aus dem eigentlichen Volleyball. Ich glaube, 45 Jahre Volleyball, eigentlich ohne Unterbrechung, sind Argument genug. Wenn man dann als älterer Mensch weiß, dass es auch irgendwann mal mit dem Stehen und mit dem Springen nicht mehr klappt, dann wäre eigentlich Sitzvolleyball eine sehr gute Alternative. Jetzt muss aber jemand, der international mitspielt, natürlich behindert sein und das bin ich nicht. Aber trotzdem macht mir die Sportart an sich auch im Sitzen so viel Spaß und ist so interessant und so schnell und hat noch mal mehr Facetten als das eigentliche Volleyball, dass ich da mit vollem Engagement, auch familiär engagiert, mit dabei bin. Und das werde ich auch die nächsten Jahre noch so machen. Der 12. und 13. Oktober in Koblenz, das ist eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt. Liebe Zuschauer, vielleicht haben Sie ja Lust, mal vorbeizuschauen bei den deutschen Meisterschaften im Sitzvolleyball. Mehr Infos gibt es ganz bald bei uns dazu, auch auf der Homepage. Lieber Daniel, wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Klinikmanager heißt auch mal vor die Kamera treten. Ja, klar. Neue Erfahrung für mich. Aber neue Erfahrungen bringen einen persönlich weiter. Und das ist auch genau, was mich antreibt, so genau die Gesundheit und die medizinische Versorgung voranzutreiben. Aber auch natürlich eine persönliche Entwicklung. Und freue mich da und bin auch dankbar für die Verantwortung, die ich bekomme. Und wir freuen uns, dass du da bist und dass du diese tolle Aufgabe innehast. Liebe Zuschauer, das war's für die heutige Sendung. Aber ich verspreche Ihnen, im August, September steht so viel an. Wir werden uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.